Ostwestfalen 2018. Ein Angestellter einer Werkzeugbaufirma entdeckt ein seltsames Pulver auf seinem Pausenbrot. Die Polizei beginnt zu ermitteln, denn schon seit Monaten häufen sich seltsame Krankheitsfälle im Unternehmen. Es wird klar, das gefundene Pulver ist ein tödliches Gift. Im vorliegenden Fall war eine entscheidende Frage die, ob der Täter die Menschen, die er schädigte, ob der die überhaupt als Menschen wahrnehmen konnte oder nicht. Der Maschinenbediener Klaus O. gerät in den Fokus der Ermittlungen. Später wird er als Pausenbrotkiller in die Schlagzeilen kommen. Was waren die Motive von Klaus O.? Wieso will er seine Kollegen leiden sehen? Klaus O. wird 1961 als jüngstes von drei Kindern in Schloss Holte-Stukenbrock, einer kleinen Stadt in Ostwestfalen, geboren. Die Kinder wachsen in einfachen Verhältnissen und ohne sicheren Halt auf. Die Mutter leidet unter psychischen Problemen. Angaben der Geschwister zufolge ist sie in ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter überfordert. Der Vater bemüht sich zwar, den Haushalt aufrechtzuerhalten, doch es gelingt ihm nicht, verbindliche Strukturen für Klaus O. und seine Geschwister zu schaffen. Als Kind war er seiner völlig unkontrollierbaren Lebensumgebung ausgesetzt, hilflos. Er konnte nichts gegen die Umstände, in denen er lebte, tun. Klaus O. und seine Geschwister müssen auch mit ansehen, wie der Vater ihre Mutter schlägt. Den psychischen Auffälligkeiten seiner Frau begegnet der Vater mit Resignation. Es gibt Faktoren, die bei einigen Menschen bewirken, dass sie emotionale Empathie, also das Mitfühlen, nicht in dem Ausmaß entwickeln wie andere Menschen. Und ein wichtiger Risikofaktor, der das begünstigen kann, ist, dass dieser Mensch selbst schon sehr früh emotional und oder körperlich immer wieder geschädigt wird. Das kann dazu führen, dass diese Kinder dann zu Menschen heranwachsen, denen es leichter fällt, anderen Schaden zuzufügen. Trotz der familiären Probleme verläuft die Schulbahn von Klaus O. reibungslos. 1978 macht er seinen Hauptschulabschluss, schließt danach eine Gesellenprüfung als Betriebsschlosser ab. Mitte der 80er Jahre beginnt Klaus O. als Maschinenbediener bei einem mittelständischen Unternehmen seiner Heimatstadt zu arbeiten. Für seine KollegInnen ist er ein Sonderling. Während sie ihre Pausen zusammen im Aufenthaltsraum der Abteilung verbringen, ist er allein und liest Zeitung. Sein distanziertes Verhalten wird von den KollegInnen akzeptiert. Klaus O. hat, obwohl er über lange Zeit in derselben Firma tätig war, keine positiven, geschweige denn freundschaftlichen Beziehungen zu seinen Kollegen aufgebaut. Das war etwas, was allen bekannt war und auch aufgefallen ist. Der herangezogene Gutachter thematisierte dies später im Prozess und sagte, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Taten deswegen überhaupt möglich waren, weil Klaus O. keine persönliche Beziehung zu seinen Kollegen aufgebaut hat und er sie deswegen eben wie Objekte behandeln konnte. Anfang der 90er Jahre sterben Mutter und Vater von Klaus O. Nach dem Tod des Vaters verliert sich der ohnehin spärliche Kontakt zu seinen Geschwistern vollständig. Auch seine langjährige Freundin trennt sich von ihm. Manchmal gibt es persönliche Belastungsfaktoren im Leben, die der Auslöser für eine solche Tatserie sind. Das können sein familiäre Schwierigkeiten, zwischenmenschliche Probleme oder irgendwelche Dinge, die sehr unangenehm sind und die dann dazu beitragen, dass ein Mensch den Plan fasst, das an anderen Menschen auszuagieren. 1997 kommt es zu einem ersten Vorfall im Betrieb. Klaus O. hat Streit mit einem Kollegen und wird verdächtig, diesem heimlich ein Industriereinigungsmittel in die Cola geschüttet zu haben. Der Vorfall wird jedoch nicht aufgeklärt und bleibt ohne Konsequenzen. Kurz danach lernt Klaus O. seine spätere Ehefrau kennen, die er 2005 heiratet. Ein Jahr später wird sein erster Sohn geboren. Freundinnen und seine Schwägerin beschreiben Klaus O. später vor Gericht als liebevollen Vater und Ehemann. Wie passt das mit seinen Taten zusammen? Bezogen auf die emotionale Empathie gibt es Menschen, die generell nicht in der Lage sind, überhaupt Mitgefühl gegenüber anderen Menschen zu empfinden. Und bei anderen Menschen hängt es davon ab, welche Verbindungen sie zu Mitmenschen haben. So kann es sein, dass jemand gegenüber Menschen, die ihm nichts bedeuten, völlig empathielos agieren kann, sich also nicht schlecht fühlt, selbst wenn er für das Leiden anderer verantwortlich ist, gleichzeitig aber durchaus zu Menschen, die ihm nahestehen, eine solche Verbindung hat, dass ihnen deren Leid nicht egal ist. Spätere Ermittlungen zeigen,
2011 beginnt Klaus O. mit der Herstellung giftiger Chemikalien in seinem Keller. Im Internet bestellt er sich eine Ausrüstung für ein Chemielabor und informiert sich über die Wirkung verschiedener Gifte. Menschen, die andere vergiften, haben hierfür unterschiedliche Motive. Und es gibt einen Subtypus, der das Bedürfnis hat, andere Menschen leiden zu sehen. Von all diesen Motiven erscheint das Motiv des Bedürfnisses, andere leiden zu sehen, im Fall von Klaus O. am ehesten das hinter den Taten stehende Motiv zu sein. Im Sommer 2016 fällt den KollegInnen in seinem Betrieb immer wieder eine seltsame trübe Verfärbung des Trinkwassers auf. Auch der Geschmack ist ungewohnt süßlich. Diese Anzeichen sind typisch für eine Vermischung des Wassers mit Bleisalzen. Doch keiner der KollegInnen kann dies zu dieser Zeit einordnen. Menschen, die tatsächlich aus dem Motiv heraus, andere leiden sehen zu wollen, Gewaltdelikte begehen, haben typischerweise selbst in ihrer frühen Biografie schweres Leid erfahren. Sie entwickeln die Strategie, nicht mehr diejenigen sein zu wollen, die leiden, sondern das Ganze umzudrehen und sich zu ermächtigen, indem sie andere leiden lassen. Das ist die denkbar schlechteste Strategie, um mit selbst erfahrenem Leid umzugehen. Zwischen 2015 und 2017 müssen Kollegen wiederholt stationär behandelt werden. Ein Kollege mit einer Quecksilbervergiftung muss ins Krankenhaus eingewiesen werden und fällt später ins Koma. Ein anderer Kollege erbricht sich vor Klaus O., nachdem er sein Pausenbrot gegessen hat. Später wird er wegen Nierenversagen im Krankenhaus behandelt. Eine Ursache für die Erkrankungen kann auch hier vorerst nicht gefunden werden. Die Dosierungen, die er vergab, die führten nicht direkt zum Tod der Kollegen, doch er konnte sehen teilweise, also auch miterleben, wie schwer die körperlichen Wirkungen waren und welches Leiden sie auslösten. Er machte immer weiter. Und typischerweise machen Menschen mit etwas weiter, wenn sie dadurch irgendein Bedürfnis befriedigen. Er hat allerdings niemals offen gesagt, welches Bedürfnis er sich durch diese wiederholten Taten befriedigt hat. 2018 entdeckt ein Kollege, der bereits mehrere Behandlungen wegen schwerwiegender Nierenschäden hinter sich hat, immer wieder pulverartige Substanzen auf seinen Pausenbroten, die er in einer Brotdose im Aufenthaltsraum der Abteilung aufbewahrt. Die Ermittlungen beginnen, eine Überwachungskamera wird installiert. Sie zeichnet am 14. und 15. Mai 2018 auf, wie Klaus O. sich an der Brotdose des Kollegen zu schaffen macht. Sein Gesicht ist auf den Aufnahmen klar und vollständig zu erkennen. Er schaut sich immer wieder um, nimmt die Butterbrotdose aus einem Rucksack, öffnet diese und streut von einem gefalteten Blatt Pulver auf eines der Brote. Danach schließt er die Dose und verstaut sie wieder im Rucksack. Er war vorsichtig und bemüht, nicht dabei entdeckt zu werden. Und das zeigt, dass ihm das Unrecht seines Handelns bewusst war. Er informierte sich auch sehr genau über die Substanzen, die er nutzte, über deren medizinische Wirkung. Und so kann man im Gesamtbild sagen, dass er sowohl wusste, dass er das nicht tun darf, als auch wissen musste, welche Folgen das für seine Opfer haben würde. Am 16.05.2018 wird Klaus O. im Betrieb verhaftet. Er hat auch an diesem Tag ein Fläschchen mit Bleiacetat bei sich. Der Inhalt ist identisch mit dem Pulver auf dem sichergestellten Pausenbrot. Lebensmittelproben ergeben eindeutig, dass die Brote mit dem toxischen Schwermetall Blei belastet sind. Im Keller von Klaus O. finden die Beamtinnen das Chemielabor. Am 15.11.2018 beginnt der Prozess gegen Klaus O. am Landgericht Bielefeld. Er zeigte keine erkennbaren Reaktionen, selbst nicht bei Schilderungen des Leids durch die Opfer oder deren Angehörige. Dieser Eindruck verstärkte sich noch durch seine Abschlussworte, als er sagte: "Ich schließe mich vollumfänglich den Ausführungen meiner Verteidigung an." Kein Wort des Bedauerns. Die Einschätzung des Gutachters war entscheidend, in der es darum ging, dass dieser Täter offenbar in seiner Empathiefähigkeit vermindert war. Und das ermöglichte ihm, so zu handeln. Er fühlte sich also keineswegs schlecht dabei, das Leid zu beobachten, das er auslöste. Und er zeigte auch keine Regung von schlechtem Gewissen. Am 7. März 2019 wird Klaus O. wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Für 10 Vergiftungshandlungen an 3 Geschädigten wird bei ihm die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
10 Monate nach dem Urteil stirbt eines der Opfer. Der 26 Jahre junge Mann hatte zuvor aufgrund einer Quecksilbervergiftung 4 Jahre im Wachkoma gelegen. Was denkst du über diesen Fall? Schreib es mir gern unten in die Kommentare. Ich freue mich, wenn du dir auch einen weiteren Fall von uns anschaust. Außerdem empfehle ich dir dieses Video von Die Frage, in dem ich über StraftäterInnen und ihre Lügen spreche.